Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Start ins Wochenende wird recht ungemütlich. Bei Tageshöchstwerten von 13 Grad begleitet uns am Samstag ein frischer Wind. Den ganzen Tag über kann es zu Niederschlägen kommen. Am Sonntag dominieren Wolken das Wettergeschehen im Sendegebiet. Bei Temperaturen um die 16 Grad bleibt es trocken. Gelegentlich lässt sich auch die Sonne blicken. Bei einem auffrischenden Wind klettert am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, das Quecksilber bis auf 15 Grad. Es erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix. Bei ähnlichen Werten zeigt sich der Dienstag dann trübe und zugezogen. Niederschläge sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.